Moin, moin, meine lieben Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Die Tür geht auf. Da geht die Tür ja auf. Nein, natürlich zu Okamis Tech Pack. Und ja, ich habe ja schon mitgekriegt, ihr guckt im Moment lieber anscheinend viel zu viel Season 3 mit, was mit Renchi zusammenläuft. Ist auch gut, wir haben jetzt hier, wir gehen hier auf 400 Folgen langsam mal sicher zu, das muss man auch mal sehen. Da ist vielleicht die Luft auch ein bisschen raus und ja, muss man mal gucken, was man hier so schickes Neues macht. Ich bin jetzt auch recht am Überlegen, dass ich hier einfach mal außen weiter aufbaue, ausbaue, wie auch immer, dass man hier mal wieder ein bisschen baut. Und nicht nur irgendein Technikgeschnökel da versucht zurecht zu klüppeln. Theoretisch hätten wir da noch genug zu tun. Unsere liebe kleine Anlage hier hinten. The Farm, nenne ich es immer liebevoll, steht ja und funktioniert ja und wird bis heute noch nicht genutzt. Da können wir echt massiv Energie mit produzieren. Deswegen immer noch scheiße, dass hier da eine Dirtblock sich irgendwie umgewandelt hat. Die Dinger sind ja auch schon gut gefüllt. Aber ja, lassen wir mal da hingestellt. Wie viel Holz haben wir denn hier inzwischen in der Hütte? Pui, ja. Könnte man auch verbrauchen. Könnte man mal was für zu Hause mitnehmen. Und ja, ein bisschen möchte ich mal wieder hier so rumbauen. Vielleicht ein bisschen mehr auf Fantasy-Welt wieder gehen, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und hier unseren lieben Bau halt weiter ausziehen, ausreizen, rausreißen. Ich merke gerade, warum hatte mein Wireless-Loader hier mein Jetpack nicht geladen, obwohl wir die ganze Zeit rumrennen. Okay. Energie ist mehr als genug da. Die laufen wieder nicht. Was soll der Kram? Wireless Charger. Hallo? Knock, knock. Knock, knock. Warum lädt der nicht? State on, so hover, fuel, particles, press U. Ja, press U toben, ja, funktioniert gut. Nicht? Ich bin jetzt leicht iri und ari und überhaupt tiert. Warum funktioniert der Wireless Warum funktioniert er da nicht? Das finde ich jetzt aber gar nicht nett. Da muss schon mal doch glatt mal hier. Hier pass auf, was an der GUI wieder nicht. Ich glaube, ich musste. Habe ich vorhin noch gesagt, eigentlich läuft das Paket ja alles. Irgendwas hat sich hier doch wieder verhunzt und ratzelt und überhaupt. Die Werkzeuge sind aber alle voll. Die lädt auch wieder nach. Aber der Jetpack nicht. Was soll denn das? Warum Spiel? Warum tust du mir sowas immer an? Ich hab dich doch so lieb. Liegt das daran, dass ich dich jetzt fast 4 Wochen lang ignoriert habe? Also zumindest diese Variante hier. Das ist doch... Keiner mag mich. So, Sticky da rein. Leck mich, Spiel. So. Spielst du noch, ja, Alternativen überleg. Stardew Valley, genau. Ich spiele nur Stardew Valley. Müsste ich auch mal echt wieder... So, bauen. Irgendwas Schickes bauen. Wie gesagt, da hätte ich Lust zu. Da kann man noch ein bisschen besser bei labern. Vor allem sinnvoller. Eine Kochsendung. Verdammt nochmal. Kochen wollte ich auch mal wieder. Und was wir vielleicht bevor im Kochen machen sollten und vor allem anderen. Oh. Die kann ich jetzt auch so abernten. Vergessen oder nicht gewusst. Wie auch immer. Ach nee, ich glaube bloß bei Weizen ging es ja nicht, ne? Doch, der war. Hä? Beim Bali geht es nicht. Okay. Okay. Also ich habe zumindest nichts weiter geändert. Ich habe keine Mods geupdatet. Nicht eine. Oder hat da hier wieder heimlich der Kurs irgendwas geupdatet, von dem ich nichts weiß? Warum, Spring? Warum musstest du hier sein? Warum? Und wo sind meine ganzen Schweine hin? Das ist echt mal eine Frage, die mich ziemlich brennend interessiert. Ich hatte so viele Schweine. Wo sind die alle? Die können doch nicht alle Suizid in der Lava begangen haben, oder? Na gut, können schon, aber da hinten ist eins. Gehörst du mir? Bist du eins von meinen? Are you local? Hallo, hallo, guck mich mal an. Ne, das kann's von uns an. Aber die, die sehen aus, als wären sie meine.
Hallo, liebe Schweine, kommt doch bitte näher, denn ich hätte euch in meinem Gehege so bitter gerne sehr. Naja, geil, irgendwie kommt. Trululu. Na gut, während wir die denn bringen. E-Mail, ja, letzte Folge erwähnt, ich habe eine wundervolle, super liebe E-Mail gekriegt. Und zwar von einem Indie-Entwicklerstudio aus deutschem Hause, von denen ich auch schon mal ein Projekt gemacht habe, die damals einen deutschen Videospielpreis gewonnen haben, was mich richtig gefreut hat. Und mit diesen PRler ich ein bisschen freundliches Hin und Her hatte. Ein Schwein bleibt zurück. Eins will also nicht. Ja, jetzt aber hier, ne? Hier, komm. Make love! Yeah! Peace! Irgendein Sau fehlt da noch. Da, ihr bei Lala. Und yeah! Kriegen wir noch zwei her? Oh, hier, komm. Kommt ihr beiden auch noch? Ihr beiden auch noch, bitte. Kommt, kommt. Kommt zu Papa. Jedenfalls haben die mich eingeladen. Auf der Gamescom. Auf ihren Stand zu kommen, damit man sie auch mal persönlich kennenlernt. Bin bei denen noch in der Liste wegen den damaligen Kontakten, dass ich da so viel mit hin und her schreibe, obwohl ich ja immer noch so ein bescheidener, süßer, kleiner, also mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt ja bin und bleibe noch und leider bleibe. Man hofft ja doch mal irgendwann auf Durchbruch. Hallo? Hey, Schwein! Nein! Komm hier, Schwein, komm! Komm, Schinken! Ich nenne dich Schinken und dann weißt du, was dir blüht. Also willst du mich verallerwertesten? So. So, nur noch die zwei Schweine rausholen. Einmal du. Ah, perfekt. Perfect Match. Jedenfalls haben sie mich eingeladen, wenn Gamescom ist, auf ihren Stand sie zu besuchen. Mich würde wohl auch noch ein kleines Geschenkchen erwarten. Ich glaube, ihr hört es schon am Tonfall in meiner Stimme, dass ich am liebsten heulen möchte, weil die genau jetzt, wo ich in der Abschlussphase bin, erst richtig zur Gamescom komme. Und voll jetzt ist mein Ball geladen. Wie geil das ist. Ich habe mich so gefreut, muss ich noch unbedingt zurückschreiben. Und halt, dass ich leider nicht kann. Vor allem... Ja, da ist auch noch ein anderer besonderer Tag zur Gamescom wieder. Das würde also alles so wunderbar, geil, perfekto, tutti und überhaupt passen. Stop it! Stop it! Yeah! Ganz viel Emmas. Und jedenfalls, seit damals hoffe ich ja schon inständig, dass von dem besagten Titel, es war ein Adventure, Point and Click, ich möchte halt den Namen nicht offiziell voraushauen, weil ich noch nicht weiß, inwiefern ich da jetzt verraten darf, was er mir da gesagt hat. Nämlich, es kommt endlich ein zweiter Teil. Sie sind dabei, ihn zu machen. Sie sind im Moment noch in Konzeptzeichnung und Vorbereitung. Wollen ihn aber wohl auf der Gamescom auch präsentieren. Und wie gesagt, sie hat mich gerne kennengelernt. Mich, kleinen Popel hier. Ich bin da so begeistert, weil ich, wie gesagt, bin noch bei denen auf der Liste, weil ich mit dem PRler so viel... Also wirklich viel E-Mail-Austausch hatte, mit dem meisten bis dato von allen, die ich irgendwie über die Industrie kennengelernt habe. Und er sich auch noch bedankt hat für die Unterstützung, dass ich es gemacht habe als Projekt. Ich muss danken, falls ihr mal hier reinflattern solltet oder so. Ich muss danken, dass ich es machen durfte. Warum lädt mein Jetpack nicht? Ich... Ich habe keine Ahnung. Warum lädt mein Jetpack nicht? Ich glaube, mal gleich ein Relog auch. Irgendwas kann ja hier nicht ganz in Ordnung sein. Aber jedenfalls bin ich da so begeistert. Allein ein zweiter Teil. Und vorhin, was haben sie auch gemacht von den anderen kleinen Entwicklerschulen, mit denen sie zusammenarbeiten? Oh, hat er ganz dreist sich erlaubt, mir auch noch ein Steam-Gratis-Key mitzuschicken. Meinte, kannst du dir mal angucken, wenn du Lust hast. Ist von... bekannten Entwicklerschulen, mit denen sie vielleicht ein bisschen zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Werde ich auf jeden Fall machen. Werde ich auf jeden Fall mal auch, muss ich noch aktivieren, dann runterladen. Dann werde ich vielleicht beim Stream zeigen oder so. Da, hey, gratis. Yeah! Geil! Und ich freue mich einfach so, dass da jetzt endlich dann der zweite Teil angekündigt werden soll und bin umso trauriger, dass ich wegen meiner Abschlussarbeit weiter mittendrin stecke. So Mitte August Gamescom, genau da sitze ich voll in der BA, die ja mit 8 Wochen echt schon knapp bemessen ist.
Wenn man sieht, dass so ein Diplom-Ing da 4 Monate Zeit hat, oder wer noch Diplom-Ing werden durfte. Und ja, das ist auch noch so ein bisschen, da könnte ich auch noch ein bisschen was von erzählen. Dann einfach, ich bin so begeistert, dass ich die Einladung gekriegt habe. Ich finde es einfach nur schade, dass ich einfach nicht teilnehmen kann. Also da bin ich echt schon traurig, dass das nicht klappen soll dieses Jahr wieder mal, und es hätte mich so gefreut. Einmal Gamescom unbedingt wäre ja schön, das zu erleben und dann auch noch von einem Studio, von einem kleinen Entwicklerstudio eingeladen zu sein. Ich bin, ich glaube, ihr könnt verstehen, ich bin irgendwo zwischen Freude, dass es mir passiert, und Riesentrauer, dass ich es nicht wahrnehmen kann. Ach Gott. Ist das, wo ich die E-Mail gekriegt habe, ich hätte mir fast einen Schnitzel gefreut. Ich sag mal so, die Woche war etwas anstrengend. Man hat teilweise schon echt so ein beginnendes Pseudotief. Irgendwo, ach, da oben sind die Eier. Dass man sich denkt, warum machst du den Scheiß hier überhaupt? Und dann kommt so eine geile Einladung. Schön ist ja, ich habe sie gelesen, morgens sitzt in der Werkstatt. Handy vibriert, gucke drauf, und ich konnte mir das fette Grin nicht verkneifen. Und da deine Kollege, der Praktikant, der gute Kevin, Kevin gibt so viele, dem sprechen, das ist alles ja kein Problem, hoffe ich zumindest, guck mich nur irritiert an, weil ich mich da freue wie ein kleiner Kaiser. Was hast du denn da? Und guckt er die mir, er hat es aber, glaube ich, nicht ganz kapiert, er hat ja noch gefragt, da habe ich ihm erklärt, was das für ein, ist das ein Entwicklerstudio ist und so weiter und so fort. Irgendwie dumm nachfragen, wie ein deutscher Entwickler dazu kommt, mich zu irgendwas einzuladen. Auf die Idee kam er zum Glück, Steelwasher, cool. Kam er Destruction 3, yeah, wollte ich nicht mehr. Lure 3, Smite 4, sehr schön, nehmen wir mal mit. Kam er, wie gesagt, zum Glück nicht. Ich bin auch nicht, habe da nur gesagt, ja, Hobby, hat was mit Hobby zu tun. Und voll, er hat auch gelesen. YouTube, das stand ja wirklich drin. Bist doch auf, dass ich noch auf der Liste bin, weil sie da mal eine Liste angelegt haben mit YouTubern und Co., mit denen sie netten Austausch hatten. Da hat er zum Glück nicht geschaltet. Falls der liebe Kevin da trotzdem irgendwann hier rüber stolpern sollte. Please! Keine echten Namen hier unten reinschreiben oder so. Das hier ist ja alles dann doch noch Secret. Und ich glaube, Kevin könnte ja sonst wer sein. Es gibt ja so mega viele Kevins auf der Welt. Letzte Woche Freitag beim Einkaufen habe ich auch ein Paradebeispiel für Kevin gesehen. Oh, war auch schön. Also, ich bin so begeistert, dass ein zweiter Tag kommt und einfach nur richtig treu. Und ich glaube, ihr könnt das vielleicht, die ihr mich jetzt schon länger begleitet, mich jetzt hier schon länger kennt, und vielleicht auch sagen, oh Gott, wie schade ist denn das, dass er das nicht wahrnehmen kann. Ich würde das zu gerne, aber was ist das Problem? Das geht, ja, das andere hier geht vor. Zeit ist wirklich Mangelware im Moment, und oh, ich könnte so heulen, dass ich die Chance nicht wahrnehmen kann. Und wie gesagt, ich muss den noch schreiben. Ich werde ihn auch schreiben, warum ich da leider nicht sein kann. Aber mal gucken, wie er dann darauf reagiert. Wird er ja Glück, ohne zu fragen nach der Adresse. Der Entwicklerstudio würde ich es ja doch geben. Der Delicate meine zum Beispiel auch. Muss man ja, wenn man von dem was machen will, sich da richtig registrieren und alles. Vielleicht gibt es ja mal das Trostkind, das kleine Geschenkchen, was wir erwartet haben. Dann schicken sie es mir jetzt so. Poster oder irgendwas wäre es wahrscheinlich gewesen. Aber selbst da hätte ich mich so mega drüber gefreut. Ich will jetzt die ganze Zeit diese dummen Steine hier holen und mache es nicht, ne? Hobbitchon, Fringe, irgendwas. Mal gucken, ob wir noch welche haben. Und, jedenfalls, das hat mich so gefreut, und da habe ich mir gedacht, wie geil. Dass ein Entwickler, dass man da noch auf der Liste steht. Alleine, ich habe immer mal wieder geguckt, gibt es vielleicht mal was Neues? Könnt vielleicht doch mal. Bis dato kam halt nie so die große Meldung, yo, es ist soweit, Teil 2 kommt. Und jetzt extra eine Info kriegen, yo, hier, es kommt. Dann und dann kündigen wir es offiziell auch an, deswegen sage ich jetzt halt Titel, Publisher und alles nicht. Weil ich da nicht weiß, inwiefern da noch Schweigen drüber sein muss. Ich würde ja gleich Relog machen, wenn ich mit der Folge hier durch bin. Und, aber ich glaube, wer meinen Kanal schon länger kennt, könnte vielleicht drauf kommen, allein schon mit den kleinen Hinweisen, die ich gegeben habe, welches Entwicklerstudio es ist und welches Spiel, welcher Teil es sein könnte.
Und wie gesagt, ich freue mich. Und wenn der kommt, wenn ich das dann auch wieder machen darf, bin ich mega happy. Das würde mich einfach nur super mega freuen. Und ich hoffe, dass ich da die Gelegenheit habe. Jedenfalls würde ich erstmal sagen, für diese Folge vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank fürs Einschalten natürlich. Will ich damit sagen. Bis zur nächsten Folge von Okamis Techpack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis, ja. Tschüss.